Willkommen zurück bei Middle of Islands. Ich habe in der Pause wild rumgedreht, tatsächlich. Und irgendwie passt nichts so richtig gut zusammen. Ich bin jetzt der Meinung, ich würde das jetzt gerne ausprobieren, weil direkt über uns. Das sieht fast rund aus und ich glaube, dass die Kombination hatte ich noch nicht. Und es ist oben gestrichelt und unten glatt. Also so wie es auf dieser Tür auch abgebildet ist. Wobei es ja halt nicht durch so einen geraden Strich getrennt ist, aber naja, so ganz passt das auch nicht zusammen, aber ich glaube, gerade eben hatte ich eine andere Kombination. Ich würde es jetzt tatsächlich nochmal ausprobieren. Wieder nichts toll. Ich werde bescheuert. Ich finde das oben schon mal nicht schlecht. Was sagt denn die andere Tür? Das könnten wir vielleicht noch mal überprüfen. Gestrichelt und glatt. Gestrichelt und Halbkreis. Das sind schon. Ist da oben vielleicht doch noch mal was? Sieht irgendwie auch aus wie ein Gesicht, ne? Hier der Mund und da drüber die Augen. Auch nix. Und über dieser Tür steht einfach gar nichts. Fantastisch. Aber ich finde den, vielleicht muss man den hier nur noch verändern, weil das da sieht eigentlich ganz gut aus. Das haben wir hier auch. Gestrichelt und Halbkreis. Wieder nichts. Doch. Oh! Es passiert was. Ja, und jetzt? In Richtung, okay. Aha. Mann, das war wohl eine schwere Geburt. Gibt es hier eigentlich Erinnerungen? Nö. Too small to fully understand what was happening during the Exodus, but she saw what the poison was doing to the people around her, plaguing the mind with visions, corroding and eating the flesh,
She couldn't bear to watch person after person disappear from her life. So she hid in the networks below. Far away from it all, she never found out exactly who succumbed to the poison and who made it off the island. But it barely matters to her when they're all still gone. Platz für die Figuren. Gut. Auch nicht gut. Gehen wir weiter. Aber es hieß ja eben, sie hörte es aus allen Richtungen. Also sind womöglich alle Türen aufgegangen. Ist halt ein bisschen unglücklich, weil die Kreise halt nicht wirklich aufeinander passen. Also wenn die halt alle ein bisschen unterschiedlich positioniert sind, dann würde ich aber trotzdem sicherstellen, dass da, wo es richtig ist, das auch einen hundertprozentigen Kreis ergibt. Also vom Feeling her würde ich sagen, dass das nicht gut passt, wie die aufeinander sitzen. Und würde mir das im Zweifelsfall sparen, am Hebel zu ziehen. War ja jetzt eher so eine Trial-and-Error-Geschichte. Also, was machen wir? Hier. Most of Maul's family is still here, however. They couldn't leave their little Maul behind. She is proud now to have been tasked to protect them by virtue of the knowledge and power she found. For when she went below and found the fabled giants, when she befriended them as the only human in generations, they forged the Omni-Switch for her and made her their apprentice. She spent years confined in the underbelly of these islands, just so the surface could shine. She hopes her family is proud as well. Naja, aber so richtig öffnen tut sie sich ihre Familie ja nun auch nicht, ne? Also ihre Schwester war ja durchaus bemüht. Aber Mo hat ja selbst immer abgeblockt. Sie hört es ja aus allen vier Richtungen. Demnach muss ja hier oben noch eine Tür sein und unten rechts noch eine. Hier, genau, hier ist die, wo nichts drauf war. Da bin ich ja fast geneigt zu behaupten, das wird wohl die sein, die wir suchen. Da muss ja irgendwo noch eine Tür geben. Da.
The brothers once walked the surface. Many say they built the world with their hands. They were inventors and explorers, never minding the tiny humans between their feet, living in their tiny houses and tiny streets. When the Blight first came and humanity fell into ruin, they went underground to find a solution. Their ingenuity and their toil saved the world above, but also bound them in the deep below. Ja, wie schon gedacht, wird es wahrscheinlich auf die andere Gruft hinauslaufen. Gut, ich frage mich, ob es jetzt egal ist, ob das Spiel von einem erwartet, dass man sowieso durch alle Gruften geht, um die Storys zu hören. Oder ob man gezielt hätte nach oben gehen können und das damit abkürzen. Aber es ist auf jeden Fall interessant gewesen zu hören. Wir haben so ein bisschen ja zur Story beigetragen. Zum Worldbuilding, wie man so schön sagt. Na, dann schauen wir mal in die letzte Gruft. Miri has two figurines in her home, a recent addition, but she has not told Mo who she is mourning. Miri has told Mo that she has a figure ready for her too, just in case. How many times has Miri thought of taking that figure here? All the times Mo would disappear below, all the times Mo was gone for months without contact, Miri not knowing each time whether her little sister would come up again. Not knowing for months whether the catacombs or the blight had finally taken Mo for good. Granny's decided that she's grieved enough. Ja, interessant. Trauerbewältigung ist ja in verschiedenen Ländern auch unterschiedlich gehandhabt. Ich finde das eigentlich eine ganz, ganz nette Idee, ne? Dass man eine Figur zum Trauern bei sich behält und wenn man dann genug getrauert hat, trägt man sie dann zu Grabe sozusagen. Hätte ich mal gar nicht da den ganzen Umweg gehen können. Ich auch hier hochrucken können. Naja, gut. Erledigt. Thank you.
Two giants still struggling for air. Only half of the engines running. Only half of her world protected. But at least this promise she has now fulfilled. Ich hatte eben so eine Eingebung, dass, dass wenn Mo sich so zurückzieht, dass vielleicht so ein ja, wie nennt man das so schön, ein Depressionsschub ist und dass der Gifthauch vielleicht ein Missbrauch von diversen Mittelchen sind, also dass sie sich dann dem Drogenkonsum hingibt, dass halb so alle in ihrer Welt eine Maske tragen, sich vor diesem Gift verschließen, nur sie halt eben nicht. Weiß ich nicht. Ist vielleicht einfach nur so eine Idee. She knows she has a pressing task to finish, the one in the physical world. But maybe, in this place, where time has no meaning, she can stay for a moment and rest. Weiß ich nicht, ob das so schlau ist, an einem Ort zu ruhen, der nicht real ist. Sie erst anschauen. Okay, ja. Vier Sachen merken, kriege ich mich gleich gerade noch so hin. Welcher war das jetzt gerade noch? Habe ich schon vergessen. Ja, den brauchen wir. Jetzt welcher war da hinten? Habe ich natürlich wieder vergessen.
Ich glaube, ich muss erst den anderen, oder? Ja, ich glaube, ich muss erst den Fisch finden. Man sich halt auch nicht nochmal versichern kann. Weg. Scheiße. Ich hätte wohl da hinten einfach weitergehen sollen. Mist. Na schön. Gut. Können wir die Zeit vielleicht einfach mal nutzen, schon mal ein kleines Vorfazit zu machen, wie ich das Spiel so finde. Also ich finde es sehr hübsch. Also ich finde den Artstyle extrem cool. Ja, thematisch muss man sagen, es nimmt einen ja nicht so, also es erschlägt einen nicht mit Informationen. Was ich teilweise auch ein bisschen schade fand, also ich würde mir ein bisschen mehr wünschen, weil ich spekuliere ja schon viel, wie das alles so gemeint ist, was man hier so sieht. Zumal das Spiel halt auch durchaus eine, nee, echt jetzt? Eine Warnung ausspricht, dass es hier durchaus den einen oder anderen gibt, der den das verstören könnte. Bisweilen finde ich es aber nicht so schlimm tatsächlich. Also es hat durchaus seine Anspielungen. Also ich fand zum Beispiel besonders getroffen hat mich das die Szene in der Kneipe, wo wir den schlafenden Leuchtturmwärter seines Schlüssels erleichtert haben. Fand ich irgendwie ganz cool gemacht. Aber es ist jetzt nicht so, dass einen irgendwie so fertig macht, dass man sagt, boah krass, ich kann nicht mehr weiterspielen. Das nimmt mich alles zu sehr mit. Dafür ist es einfach noch, es ist zu subtil. Also ja. Finde ich es, aber es hätte ruhig emotional heftiger sein können. So könnte man das vielleicht bezeichnen. Aber gut, wir sind auch noch nicht am Ende angelangt. Es kann natürlich sein, dass das alles noch. Oh nö! Schon wieder den gleichen Scheißfehler gemacht. Das gibt's doch nicht. Wir sind noch nicht am Ende angelangt. Vielleicht nimmt das noch weiter Fahrt auf. Und ansonsten kann man sich einfach darüber freuen, wie nett es doch aussieht. So, jetzt wollen wir es aber richtig machen. Ich glaube, so oft wie in dieser Folge bin ich noch nie gesprintet in diesem Spiel. Nein. Ist
auch so eine Sache, ne? Also ich habe ja recht früh mitbekommen, dass es diese Sprint-Taste gibt. Habe sie aber als unnötig erachtet, weil ich ja durchaus bei Spielen gerne die Entschleunigung schätze. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir das alle Ding nicht schon wieder aus Versehen einsammeln. Ich habe gedacht, der dreht nach oben weg. Verdammt! Scheiße, das gibt's doch nicht. So weitergeht, könnte das erste Let's Play werden von mir, was ich cutte. Ich habe bis jetzt immer gesagt, ach, weißt du was, wen das stört, der kann einfach vorspulen. Aber jetzt nervt mich das ja selbst schon. Also werden wir die Taktik ähnlich belassen, also direkt hinter ihm starten, dann aber gleich hüpfen. Vielleicht bringt das was. Kann man ja fast schon als fordernd betrachten hier. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Ah. Okay. Nochmal bitte. So, ausgetrickst. Schwere Geburt, aber wir haben es geschafft. Nee, okay, der Schlüssel ist auch eher dunkel. Ich hatte beim letzten Schlüssel irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass der
dass der Schlüssel sonst immer goldener war und dieser ja eher so Richtung Bronze geht. Ja, dass es sich um eine Erinnerung dabei handelt, habe ich daran festgemacht, weil es ja nicht real ist, weil wir selbst davor stehen. Aber es war ja auch Miri zu sehen, die ihren Arm in der Schlinge hatte, also verletzt aus irgendwelchen Gründen. Und als wir sie auf ihrer Insel besucht haben, hat ihr dieser Arm gefehlt. So denke ich, dass es eine Erinnerung sein musste, die ja vielleicht auch schon etwas älter war. Aber jetzt werden wir erstmal zurück zu Oma und Bericht erstatten. Ja, den haben wir ja schon angeschmissen. Dürften hier aber eigentlich auch keine Sporen mehr sein. Moore's grandmother says, thank you, and asks for one more favor. Would you sit with this old woman? And listen to the birds and the water. Granny remembers how people from far away would visit Beva and Leuza to have a few days of peace, a few days of nothing but islands, and how lucky little Moore was to have a lifetime of it before the Exodus, before her calling. Moore responds she only has a minute, but her grandmother smiles, patting the empty seat beside her. Then, a minute of islands will do.
Ja. Dann werden wir uns nun mal an das Aufweck machen. Beziehungsweise ich werde das jetzt tun und ihr werdet dabei sein in der nächsten Folge. Bis dann.